Manchmal läuft es in COD nicht ganz so, wie man sich das vorstellt. Und in dieser Szene habe ich mir wirklich gedacht, Digga, du kannst nicht 10 Jahre schon COD spielen. Und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video Road to Polyatoma hier auf meinem Kanal, Freunde. Heute geht die ganze Folge um die Kustoff 762 und zwar ist das die AK in diesem Spiel. Es gibt noch eine andere AK, aber das hier ist meiner Meinung nach die bessere und die hat es wirklich in sich. Am Anfang ist sie ein bisschen schwerfällig, wenn man später ein Visier drauf hat und ein paar Aufsätze fürs ZV benutzt, dann kann diese Waffe auf jeden Fall extrem gut reingehen, wie ihr das auch in den Clips sehen werdet. Ich habe heute eine kleine Aufgabe für euch, denn ihr könnt heute in den Kommentaren bestimmen, welche Waffe wir als nächstes hochladen in der Road to Polyatomar-Folge. Und zwar könnt ihr ein Sturmgewehr oder eine MP in die Kommentare schreiben und dann gucke ich, was am meisten geschrieben wird und dann laden wir die als nächstes hoch. Ich würde mich außerdem auch über einen Daumen nach oben dafür freuen, für die Serie, wenn euch das Ganze gefällt. Und checkt auf jeden Fall auch den Twitch-Kanal ab, Leute. Jeden Tag ab 6 Uhr bin ich live auf twitch.tv/raptor. Da könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Jeden Tag 6 Uhr morgens spielen wir die ganzen Waffen auf Gold und es macht immer wieder Laune. Jetzt sei nur noch gesagt, lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo da, um keinen Content hier zu verpassen, rund um Warzone 2 später und MW2. Und wenn ihr dann noch nicht genug Content von COD habt oder von mir, dann könnt ihr auch noch auf den Uncut-Kanal schauen. Und da gibt es jeden Tag auch noch weitere COD-Videos. Und jetzt viel Spaß bei den Clips. Boah. 3 Leute habe ich da geholt. Let's go, Digga. Schöne Waffe. Wow, Digga, die gefällt mir richtig gut. Alter! Was geht denn jetzt hier ab? Servus, Grützi und hallo! Digga, solche Verrückten, ne? Von der Nate hat ihn gekillt, weil er schon so low war. LOL. Ich freue mich darüber, dass es gut bei euch ankommt. Das ist das Wichtigste. Boah, die AK ist geil, Digga. Oh, ist die geil, Mann. Schön. Oh. Oh. Digi, das wird mich ja nerven. Über mir. Schön. Drohne raus. Nice. Hinter mir noch, aber wir gucken mal kurz hier. Der ist nach oben. Hier wir auch nach oben. Nein! Oh, aber die AK ist gar nicht schlecht, wie... ja. Nee, kann ich nicht, weil ich habe ein anderes Gerät als du. Du kannst Chris fragen, aber ich weiß nicht, ob Chris mittlerweile auch im Einsatz hat. Das ist vom Beach. 2. 3. Richtig. 4. 5. Komm, einer noch. Nein! Hey, man kann nicht springen! Ja, der Typ. Ja? Der Typ aimt halt auch mit der besseren Waffe einfach ab. Aber versuch das mal mit dem Tune. Auch wenn der Recoil dann höher ist. Irgendwie? Ich habe es gestern bei der M4 gemacht. Nein, das machst du nicht. Oh, ich bin so gut im Up-Aim gerade. Unfassbar. Ich werde heute genauso wie gestern. Ich werde jetzt bis Mittag streamen, dann ein Video machen und dann direkt wieder online kommen. Mhm. Und wenn ich dann bis 12 Uhr durchziehe, könnte Platin eigentlich bis morgen drin sein. Und dann morgen komplett übermüdet wieder live. Komm, let's go. Ja, das stimmt. Den Gegner zu irritieren. Du hast keine Möglichkeit zurückzuschießen, weil jeder im Pre-Aim ist und du über lange zum ZV brauchst. Du bist halt einfach tot. Ich habe das bei der MP7 habe ich das in 2 Runden gemacht, glaube ich. Ach krass. Heftig, okay. Ja, ist wahrscheinlich auch immer wieder so ein Ding, wenn man so richtig dann drauf geht, dass es dann nicht funktioniert. Ja. Okay, was ist da gerade passiert? Kritischer Hase, lange schmale Nase. Candela sliden. Was? Hätte sliden? Geht nicht. What? Ja, wenn man sowas halt selber macht, ne? Und dann sieht man, wie Leute Erfolg haben, indem sie das faken, ist halt großer, großer Riesenshit. Obwohl, man muss halt irgendwie... Ja, was das Game angeht, ist es so...
Es ist auch krass, wie meine Ansprüche runtergegangen sind bei dem Game. Also. Man muss auch viel schneller regenerieren, Diggi. Also wirklich. Es dauert so lange. Die Bots zählen für Waffen-EP, aber nicht für die Tarnungen. Ich hab grad jemanden gekillt mit einem Jumpshot. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie auch immer. Oh mein Gott, Uncut Upload. Oh mein Gott. Eigentlich nicht möglich. Ich möchte es nicht. Die gucken mich alle nur von vorne an. Das geht nicht, Phil. Kann ich nicht von hinten killen. Ich bin so ein Pain. Boah, auf ganz gediegen heute mit den Bres ein bisschen MW2 spielen. Call of Pre-Aim. Ja, wenigstens ein Dreierkill hier. Meine Fresse nochmal. Musst du Dreierkills machen? Nein. Digga, er schreibt Raptor, do you have a job? In den All-Chat, Digga. Ich geh 12 zu 18 und das ist mein scheiß Job, Digga. Das ist ja noch trauriger. Do you have a life, Raptor? Nein. Nein, hab ich nicht. Hab ich nicht. Nee, die Time-to-Kill finde ich aber auch gerechtfertigt einfach. Also das finde ich gut so. Na gut, wenn du es vielleicht noch mit der AK machen könntest, die ist ja auch noch gut. Ja. Ja, yeah, safe. Nein! Oh mein Gott, da veraim ich so hart, ne? Niemals darf ich das verkacken. Eieiei. Rappi, 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 rappi. Rappi! Die Map und die Highway-Map sind die schlechtesten im Spiel, finde ich persönlich. Und die spiele ich irgendwie am häufigsten, die Map hier. Ich weiß auch nicht, warum. Das war meine allererste Map. Echt? Oh Gott, ja. Alter. Und ich hab die. Ja, ich hab Gold, ich hab Gold, ich hab Gold. Nice, ZGG. Mitte der Runde, niemand mehr auf der Drohne. Das ist natürlich, ich sag mal, unlucky. Ist ja doof gelaufen. Leider alle gerade über Zeit Geist freigeschaltet. Mitten in der Runde. Schön. Kannst joinen. Ja. Ich mach kurz Quadfeed. Hab wirklich splitted Quadfeed gemacht. Nee, vorbei. Die Runde ist vorbei. Das wäre auch hier meine Nuke gewesen, Chat. Schon besoffen. 12. Du ekliger. Es war ja vorhin das erste Mal, dass ich mit dir gespielt habe. Ich hatte die ja schon weiter gelevelt. Deswegen kann ich es jetzt nicht. Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall im normalen Modus lange dauert. Und das ist das längste, was dauert vom Tarnung her spielen. Ah, diese Bohrgranate. Oh, ja, wieder One-Shot. Weil mich eine Granate durch die Wand jetzt hitten kann in diesem neuen Call of Duty. Oh, da wäre mir ja glatt gerade wieder ein Fehler unterlaufen, dass ich nicht gepreamt hätte, ja. Ja, und kein Warte mal, Sniper, oder? Oder Shotgun? Ja, Sniper. Deine Sniper geht schneller in den Scope-Chat. Gibt es euch. Jetzt zum Ende des Videos werde ich euch auf jeden Fall nochmal kurz zeigen, wie ich die Klasse aktuell spielen würde. Wie gesagt, es schalten sich immer wieder neue Aufsätze frei und das sind keine endgültigen Klassen-Setups. Das sind einfach nur vorläufige Sachen, wie man die Sachen am besten spielen kann. Wir haben einen Unterlauf dabei, der uns ein bisschen Untätigkeitszielstabilität gibt, ein bisschen Präzision beim Hüftfeuer und Stabilisierung vom Rückstoß. Dadurch verlieren wir ein bisschen ZV und Bewegungstempo. Das gleichen wir aber mit all den anderen Aufsätzen auf. Das werdet ihr gleich sehen. Und zwar haben wir hier bei dem zweiten Laser ZV, Zielstabilität und Sprinten zum Feuertempo. Da sieht man dann halt nur den Laser. Das ist nicht so schlimm. Dann haben wir das Cronin Mini Pro. Wie gesagt, das schaltet ihr frei, indem ihr die zweite Shotgun auf Level 7 zockt. Dann habt ihr das sofort frei. Hier haben wir ein bisschen ZV weniger, ist aber nicht schlimm. Dafür haben wir nämlich den Shaft, der uns ein bisschen Sprinttempo und Bewegungstempo beim Zielen gibt. Und wir haben noch den Griff dabei, um Sprinten zum Feuertempo und die ZV-Geschwindigkeit zu verbessern. Und damit haben wir das Ganze dann quasi ausgeglichen. Probiert die Klasse aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Wir sehen uns in der nächsten Folge oder im nächsten Video oder auch im nächsten Livestream um 6 Uhr morgens auf twitch.tv/raptor. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Haut rein.